Hallo Freunde, willkommen zurück zu den Elite News. Gameplay kann ich euch leider nicht zeigen, aber das macht auch nicht so viel. Ich wollte euch ohnehin viele, viele Bilder zeigen heute. Ja, mit meinem Spiel bin ich immer noch auf dem gleichen Stand wie letzte Woche. Der Support rückt und rührt sich nicht und da wird es jetzt für den Rest des Tages hängen bleiben. Ich habe da zum Teil schon 2 Stunden was anderes gemacht und warten lassen, in der Hoffnung, vielleicht laufen im Hintergrund Protokolle ab, die einen älteren Spielstand laden, wenn der aktuelle irgendwie nicht funktioniert, aber irgendwie tut sich da gar nichts. Ich denke, ich schreibe den heute Abend mal was Nettes ins Forum. Wie jede Woche fangen wir an mit der Sneak Peek. Diesmal beglücken uns die Entwickler von Frontier mit Bildern zur Ferdinand. Sind im Moment noch Konzeptbilder, aber so in etwa stellen die sich das Schiff vor. Was bedeutet Ferdinand? Entschuldigt übrigens, wenn ich das total grottig ausspreche, mein Französisch ist nicht besonders gut. Ja, klingt sehr französisch und wenn man das vom Französischen übersetzt, dann bedeutet das ungefähr so viel wie Speerspitze. Das lässt ein relativ stark bewaffnetes Schiff vermuten und rein von der Optik passt der Name auch ganz gut. Allerdings gibt es da noch eine katalanische Übersetzung, da bedeutet es in etwa so viel wie freiberufliches Tun. Und beide Übersetzungen funktionieren mit dem Schiff. Denn wenn man sich mal im Elite-Wiki umguckt, wie das Schiff dort beschrieben wird, dann ist das ein Schiff für Kopfgeldjäger zum einen, soll also relativ stark bewaffnet sein und den Frachtraum eintauschen gegen Waffenplätze. Zum anderen soll es extrem schnell und wendig sein und soll Multipurpose sein, das heißt mehrere Eigenschaften haben und für jeden freiberuflichen Piloten, solche spielen wir ja im Prinzip, irgendwas bieten können. Und sei es auch nur eine luxuriöse Unterbringung, wie es laut Spielhintergrund von einigen Firmen benutzt wird. Okay, was wissen wir sonst noch über Ferdinand? Hersteller ist Sorgen Patterson in-game. Das heißt, der gleiche Hersteller wie schon der Hauler oder Adder. 2 relativ kleine Startschiffe, sage ich mal, trotzdem aber ziemlich großartige Schiffe. Gerade die Adder ist ebenfalls Multipurpose, das heißt viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Beide Schiffe zeichnen sich durch relativ große Frachtraummöglichkeiten aus. Das läuft ein bisschen entgegen der Beschreibung im Elite-Wiki. Schließlich soll Ferdinand wenig Frachtraum haben, dafür mehr Waffen. Wenn sich das neue Schiff allerdings genauso steuern lässt wie die alten, dann wird das ein Traum, denn sowohl der Hauler als auch die Adder sind, was die Steuerung angeht und vom Spielgefühl her, absolut fantastisch und ja, auch optisch passt die Ferdinand ganz gut in die Linie, wobei sich das Schiff sehr stark verändert hat. Ferdinand war ja bereits im klassischen Elite 1984 im Spiel dabei, war dort auch schon schneller als die Cobra Mark III und war auch schon angekündigt oder stark erwartet, als das Ganze noch in ein Kickstarter-Projekt war. Und ich habe hier mal ein paar Bilder zusammengeschmissen, wie sich diese Ferdinand verändert hat. Von den ersten Ideen und den ersten Konzeptzeichnungen bis zu dem, was wir jetzt im Newsletter sehen, da hat sich schon richtig viel verändert. Einige Leute sind nicht zufrieden oder glücklich damit, wie sich die einige Schiffe verändert haben, gerade die Adder, die ja früher auch schon im klassischen Elite vertreten war und jetzt total anders aussieht. Und ganz ähnlich verhält sich das jetzt auch mit der Ferdinand. Aber ich finde die Schiffe wunderschön. Und ich erkenne da auch ein kleines bisschen Ähnlichkeit zur Valkyrie aus dem Avatar-Film. Ich blende hier mal ein Bild ein. Stellt euch einfach mal vor, wir drehen die Ferdinand auf den Kopf. Dann sieht das schon ziemlich ähnlich aus. Also muss ja nichts Schlechtes sein, nicht wahr? Weiterhin wird die Ferdinand als sehr luxuriöses Schiff beschrieben. Ich habe es schon erwähnt, im Spielhintergrund werden diese Schiffe von Firmen benutzt, um Persönlichkeiten zu transportieren und denen quasi unterwegs ein Zuhause zu bieten, mit allem möglichen Komfort, den man sich denken kann. Davon hat man natürlich erst was, wenn man die Schiffe dann tatsächlich begehen kann, was ja mit dem ersten Add-on dann passieren soll. Also da freue ich mich dann schon drauf, dieses Schiff dann tatsächlich auch mal von innen zu sehen. Ich habe da ziemlich hohe Erwartungen, wie fast immer bei Elite. Wollen wir hoffen, dass es nicht enttäuscht wird. Was gibt es sonst noch Neues im Newsletter? Zum einen ist das Entwicklerteam vollständig angetreten jetzt im neuen Jahr, finde ich fantastisch. Und die sind schon richtig dabei.
Sie wollen jetzt das ganze Jahr über hinweg an verschiedenen Erweiterungen arbeiten. Derzeit fieberhaft an der Wings-Erweiterung. Dieser neue Multiplayer-Features bringen außerdem neue Schiffe, wie zum Beispiel eventuell die Fer de Lance. Wollen wir hoffen, dass da schon vorher ein bisschen was passiert. Oder dass die Wings-Erweiterung demnächst kommt. Außerdem wird angekündigt, dass das Entwicklerteam weiter mit der Community eng zusammenarbeiten möchte und kündigt auch, wo notwendig, weitere Beta-Tests an. Das finde ich derzeit allerdings ein wenig verwirrend. Das Spiel ist ja schließlich schon veröffentlicht und dann nochmal extra Beta-Zugänge einzurichten oder eine Beta auf den Live-Servern laufen zu lassen, halte ich für ein bisschen, naja, unorthodox, vielleicht ein bisschen merkwürdig. Bin mal gespannt, wie die sich das genau vorstellen. Grundsätzlich ist die Arbeit mit der Community und Offenheit und drüber reden ist erstmal eine gute Sache, wenn es dann auch richtig gemacht und umgesetzt wird. Bisher war die Politik von Frontier eigentlich so, wir versprechen wahnsinnig viel und im Newsletter steht dann, was wir gemacht haben. Ein bisschen aktueller würde ich mir den Newsletter schon wünschen, wenn nicht gesagt wird, das haben wir veröffentlicht, sondern das kommt in den nächsten 2 oder 3 Wochen. Damit man wirklich ein Datum hat, auf das man sich freuen kann und zu wissen, woran wird gearbeitet, wie weit ist der Entwicklungsstand. Wenn die uns zum Beispiel sagen würden, Wings-Erweiterung ist in Arbeit, derzeit ist es zu 50% fertig, zum Beispiel, und wir erwarten, dass es in den nächsten 4 Wochen veröffentlicht wird. Das sind jetzt keine offiziellen Zahlen, das ist jetzt rein fiktiv, aber so in der Art würde ich mir den Newsletter wirklich wünschen. Dann hat man was, worauf man sich freuen kann, was man erwarten kann in den nächsten Wochen. Eine Spielergruppe haben wir bisher hier praktisch total ignoriert und sträflich vernachlässigt. Das sind die Leute, die Mac benutzen. Die sind bei uns schon praktisch von Anfang an. Die haben im Kickstarter das gleiche Geld bezahlt, nur dass die noch überhaupt nichts machen konnten. Jetzt im Newsletter wurde angekündigt, für Mac startet die Beta in den nächsten 3 Monaten. Willkommen in der Beta, wenn es dann soweit ist. Tut mir wirklich wahnsinnig leid für euch. Kann es sein, dass ihr ständig immer nur vertröstet wurdet? Ich selbst bin leider kein Mac-Nutzer. Ich kenne das Betriebssystem nicht und kenne auch nicht die großen Umstände, die das machen muss für die Entwickler. Aber ist das wirklich so unterschiedlich und aufwendig? Wenn ihr Mac-Nutzer seid, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Wie ist eure Meinung zu Frontier derzeit? An anderen Fronten sind die Leute von Frontier ziemlich auf Zack. Vor kurzem hat das Kepler-Weltraumteleskop mögliche erdähnliche Planeten entdeckt. Planeten zu finden ist eine ziemlich knifflige Sache, denn die strahlen selbst kein Licht aus. Das bisschen, was die reflektieren, wird im Normalfall von dem Stern, um den sie kreisen, überlagert, und das Weltraumteleskop bedient sich eines Tricks. Jedes Mal, wenn ein Planet an einem Stern vorbeifliegt, wird ein Stück von dem Stern verdeckt, das Licht wird dementsprechend etwas schwächer und aufgrund dieses Lichtunterschieds kann der Profi dann errechnen, wie groß der Planet in etwa ist, wie weit er von seiner Sonne weg ist und so weiter und so fort. Dann gibt es den goldenen Bereich, das heißt, wenn ein Planet eine gewisse Entfernung zwischen sich und seine Sonne gebracht hat, dann gibt es dort theoretisch die richtige Temperatur, damit Wasser existieren kann. Und wenn man dann auch noch irgendwie rausfindet, aus welchem Material die Dinger sind, dann kann man sagen, ja, das sind bewohnbare Planeten, die sind möglicherweise erdähnlich, haben eine ähnliche Größe, daher also auch ähnliche Schwerkraft etc. etc. Die Profis können das alles ausrechnen und da wurden neue Planeten gefunden, die diesen Kriterien in etwa entsprechen, und in Elite Dangerous sind die direkt eingefügt worden. Gibt wunderschöne Bilder davon und ja, wen sich alles interessiert, schaut doch einfach mal im Newsletter vorbei. Dort sind Links zu verschiedenen Nachrichtenseiten vorhanden und ja, ansonsten guckt einfach mal Wikipedia, Kepler Weltraumteleskop, wahnsinnig interessantes Zeug. Wer sich also für das Universum und die Abläufe interessiert, kann da ein kleines Stückchen schlauer werden. Das wäre es dann für heute auch schon wieder gewesen mit den News. War mal wieder ein bisschen kürzer, aber dafür mit reichlich Neuerungen. Wir freuen uns auf ein neues Raumschiff. Wir freuen uns auf einige Updates in nächster Zeit. Freuen uns vor allen Dingen auf die Wings-Erweiterung, die bald kommt. Und ja, ich werde mich jetzt erstmal dran setzen, dass ich wieder spielen kann. Werde denen mal was Schönes ins Forum schreiben. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder online. Bis dahin, macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.